Hallo, ich bin Ronald. Wir sprechen heute über das Thema Satzreihe. Satz, Satzgefüge, Satzreihe. Weißt du, was dies im Einzelnen bedeutet? Das Satzgefüge beschreibt ja einen Matrixsatz oder einen komplexen Satz, der mindestens aus einem Hauptsatz und Nebensatz besteht. Die Satzreihe, einen Matrixsatz oder einen komplexen Satz, der mindestens aus zwei Hauptsätzen besteht. Verwirrt? Keine Sorge. Ich helfe dir, das Themenfeld zu verstehen. Dazu solltest du aber zumindest wissen, was einen Satz auszeichnet. Wir gehen Schritt für Schritt vor. Schauen uns an, was ein Satz ist, was einen Hauptsatz ausmacht, wiederholen noch einmal das topologische Satzmodell zum deutschen Satz und schauen uns dann Beispiele von Satzreihen an, bevor du in einer kleinen Übung dein Wissen anwendest. Viel Spaß! Was ist nun eigentlich ein Satz? Ein Linguist, also ein Sprachwissenschaftler, würde antworten, dass man es nicht so genau weiß. John Rees fand um 1900 bereits 141 unterschiedliche Definitionen, die sein Kollege, der Linguist Eugen Seidel, 1935 um 83 weitere ergänzte. Grenzen wir also die Frage ein. Was kennzeichnet einen deutschen Satz hinsichtlich seiner Syntax? Die Syntax. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.